Ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, dass ich festgestellt habe, dass oft eine ganze Generation, eine ganz große Familie bei mir im Programm ist, und ich wollte speziell auch für die älteren Menschen mal eine eigene Nummer schreiben, dass sich die Senioren auch einmal endlich mal aufgehoben fühlen und sagen, da schau ich, endlich hat einmal jemand was über uns gemacht. Und deswegen spiele ich jetzt auch mein ganz neues Senioren-Medley. In Schwabing wohnt mein Zivi, der bringt's Essen mir vorbei. Und manchmal, da bestell ich mir ein Rührei oder zwei, komm, schicke Rührei. Komm, schicke Rührei. Ich schaff doch kein Entrecot, weil ich's nimmer beißen kann. Drum schicke Rührei, schick, 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 schicke Rührei. Er hat sowas wie ADHS. Ja, seitdem er keinen Job mehr hat, macht er mich schon verrückt in der Früh. Komm, fließ mal das Bad. Komm, fließ mal das Bad. Komm, fließ mal das Bad. Und dann kachel ich rüber zum Baumarkt. Manchmal im Schwimmbad zur Spargelzeit, da machen sich Vormittag Pensionisten breit. Auf Band 3, da schwimmt Herr Knoll, seine Blase ist zu voll. Schaut mich an und denkt sich dann, Lapis la bonita. Warum haben oft junge Frauen so viel Bock auf einen alten Mann? Sicher nicht, weil er durch Erfahrung ja viel über Buchhaltung sagen kann. Nein, weil er Kohle hat wie Thundermeer. Nimmt sie direkt nach der Heirat, erste Ausfahrt im Kreisverkehr. Cookie denkt, mein Protesele fällt raus. Desele fällt raus, ja, dann trink ich halt nur Bier. Der Opa bestellt im Internet sich für die Liebe ein Nähtablett. Ja, und die Oma wundert sich, mein lieber Schieber, heut verwöhnt er mich. Heut kann er aber long, heut kann er aber long, 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 long. Heut kann er aber long, heut kann er aber long, 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 long. See you later, my Rollator. Ja, ich brauch dich irgendwann. See you later, my Rollator. Auf dem Weg zum Tengelmann. See you later, my Rollator. Und dann häng ich an dir dran. Mein Mann ist nervöser Rentner und nervt mich den ganzen Tag. Er frisst nur und wiegt 2 Zentner und passt bald in keinen Sarg. Er hat eine Lebensversicherung und der Chinese, der Mr. Chung, bringt meinen Mann günstig unters Bett. Darum nennt man ihn diskret Tequila. Tequila. Im Seniorenheim am See gibt's Heiligabend, ach herrje, voll Streit am Lachsbuffet. Oje. Denn Herr Dr. Rosenschneck haut manchem gern die Krücke weg und schon haut sie's um. Krachbumm. In der Weihnachtsschlägerei gibt es manche Keilerei. Und Professor Kaul kriegt eine aufs Maul und steigt auf die Brille von Paul in der Weihnachtsschlägerei. Er konnte so vieles, er war früher Hoch- und Tiefbauingenieur. Doch beim Einparken in kleine Parklücken, da tat er sich schwer. Das machte seine Frau Bärbel, die war schon 80 und macht das astrein. Auch in die kleinste Lücke packte seine Bärbel rein. Bärbel rein, Bärbel rein. Und alle. Bärbel
Dankeschön.